Aua, 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 der rote Lebensbalken blinkt. Willkommen hier zurück bei Mass Effect 3 mit mir, dem Punkt. Ich habe keine Ahnung, was wir gerade machen müssen. Müssen wir wirklich? Ah doch, wir müssen doch hier rein. Ich wusste es doch. Ja, wir fliehen hier vor irgendwelchen Söldnertruppen. Mein Gott. Katzen, der Kippe über. Also es stört dich nicht, dass hier irgendjemand gerade eine Pistole ins Gesicht hält, oder? Na? Okay. Stört ihn anscheinend nicht, ne? Gut. Wir brauchen unbedingt Munition. Zum Skycar-Laden gehen. Ich habe das Gefühl, es werden hier ein paar zivile Opfer geben. Nicht die Sicherheit, das waren bestimmt die Söldner, die in uns her sind. Benutzen Sie schallgedämpfte Pistole, um Söldner daran zu hindern. Okay, das heißt also, wir sollten uns eher durchschleichen, anstatt durchzukämpfen. Wenn wir uns durchschleichen... Ich weiß ja nicht mehr, ob man sich hier... Verdammt! Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht mehr, ob man sich normal irgendwie überhaupt ducken kann. Ich bin am Arsch. Und wir sind tot. Oh Gott. Das ist... Okay, wir versuchen uns... Ach, hier sind wir. Hat uns gesehen. Wenn ich gut bin, brauche ich zwei Schüsse für einen, wenn das Adrenalinstoß ist. Wenn ich schlecht bin, brauche ich mehr. Und ich brauche eigentlich immer mehr. Keine Ahnung, warum vorhin meine Aufladung so lange gebraucht hat für den Adrenalinstoß, aber eigentlich haben wir jetzt ja nur diese Waffe dabei. Das heißt im Prinzip... Aua. Ein großes Aua. Und wir brauchen ein bisschen mehr Muni. Shepard, kannst du mich hören? Bist du in Ordnung? Mir geht's gut, aber ein bisschen Verzackung wäre schön. Kämpfen uns jetzt erstmal durch die Märkte. Wer ist das? Sie senden auf einem ungesicherten Kanal und gefährden dadurch Commander Shepard. Gefährden? Wer spricht da? Moment. Joker hat doch sicher Analystin Brooks erwähnt, oder? Das war sie. Kein Streit jetzt, okay? Frauen. IZ-Fleisch. Wir stehen nicht sehr, dass die Krogana, das nach Krogana schmeckt. Und schon gar kein keine Grill-Asari. Mit so etwas machen wir kein Geschäft. Bitte beschränken Sie sich bei Ihrer Bestellung auf unseren offiziellen Katalog. Ja. Ein Glück, dass Sie sowas nicht anbieten. Wir haben gerade gut Munition. Ich bin wirklich ein Schleichmeister. Verdammten Stördrohnen. Verpisst euch. Und Granaten. Ich muss mich hier doch schon ein bisschen konzentrieren. Es ist ungewohnt bei dem Spiel. Deswegen bin ich auch gerade so leise. Tut mir leid. Sagt da hinten mal noch irgendein Scharfschütze mit seinem roten Laserpointer. Da habe ich noch einen gesehen. Da. Au. Der macht Schaden. Ja. So, wir
Den haben wir auch erwischt. Einen Schuss haben wir noch. Okay, ein Glück, dass hier noch irgendwo Munition rumlag. Sehr schön. Die Lage ist ein bisschen heikel. Ein bisschen ist gut. Gut, Edi. Finde ich gut, dass du es versuchst. Aber ich bin gerade wirklich am Arsch hier. Da liegt noch ein bisschen Muni. So, wir sind ja hier ein bisschen, ne? Wir machen effizientes Munitionshaushalten. Wir schaffen das. Wir nehmen jedes bisschen Munition mit, was wir finden können. Versuchen das uns gut einzuteilen. Und ich sollte vielleicht mal anfangen zu schleichen. Aber in einem Spiel, wo keine Schleichmechanik gegeben ist, ist Schleichen ziemlich scheiße meistens. Kann man so sagen. Oh, guck mal hier, das neue iPad. CZ Future. Keine Ahnung. Oh, und hier, die Mod nehmen wir natürlich mit. Und natürlich das Geld hier von dem Laden. Ja, warum nicht? Der wird es eh nicht mehr brauchen. Hier sieht doch so aus, als wäre der komplett eingenommen worden und der Verkäufer erschossen oder sowas. Könnte ich gut wetten. Muss ich hier um die Ecke schleichen? Okay, hier ist niemand. Oh, ein bisschen Fleisch. Was haben wir hier? Credits. Gerne mit. Festus, ich weiß, dass du am Obst knabberst, wenn ich nicht da bin. Lass das, ich mein's ernst. Warum solche Nachrichten? Brooks, ich habe einen Weg auf die andere Seite gefunden. Ist aber abgeriegelt. Oh, Feuerwerkskörper. Ich versuche einen Override. Ich habe das Gefühl, wir haben mit Brooks einen blutigen Anfänger erwischt. Die Tür geht nicht auf. Okay. Ja, lass mich hier weg. Ah, da muss ich wahrscheinlich lang. Na toll, na super. Gleich erstmal ein Alarm ausgelöst. Verdammt! Shepard, was machst du denn da? Das habe ich ja bis hierher gehört. Ja, ich bleib doch unten, keine Sorge. Explosiv. Du sollst doch nicht da in Deckung geben, sondern hier. Scheiße. Wenn diese blöden Stördrohnen nicht so wären, dann wäre das vielleicht auch ein bisschen leichter. Aber wir sterben uns hier schon noch durch das DLC durch. Keine Sorge. Ich werde mich nicht beugen. Ist aber abgeriegelt. Geriegelt wegen der Abriegelung, ja. Ich verstehe, was du meinst. Aber deine Wörter geben keinen Sinn. Quatsch, ich bin nicht hier. Das bildet euch nur ein. Shepard, was machst du denn da? Das habe ich ja bis hierher gehört. Alles unter Kontrolle. Vorsichtig vorrücken. Wir brauchen mehr Explosionen. Hey, was passiert denn da? Guck mal, was du kannst, kann ich auch. Fang die Granate. Wir schießen dir in den Fuß. Und du stirbst dadurch, cool. Aber ich muss schon sagen, mir gefällt die Pistole, die wir hier haben. Ah, ich glaube, die stört runter. Verpiss dich. Oh, wo kommst du denn her? Keine Munition? Oh, fuck, fuck. Hier liegt zum Glück noch ein bisschen was. Ein Gegner liegt da noch. Da müsste da. Ich hab doch eben gerade einmal nachgeladen. Vorsichtig vorrücken, hier muss irgendwo ein Gegner sein. Okay, er ist nicht mehr hier. Munition einsammeln und die Shops durchstöbern. Vielleicht liegt da noch irgendwas Interessantes drin. Hinten gibt's nichts. Okay, okay, okay. Okay, ganz vorsichtig vorrücken. Terminal benutzen. Datenpad. Stash-Liebling. Shashter-Liebling. Also folgendes. Du kannst solche Sachen zu Hila einfach nicht sagen. Sonst flippt sie aus. Ich schwöre dir, da sprengt es ihr das blaue Köpfchen weg. Ich bezweifle, dass ihr Papa ein Watcher war. Nur so ein Gefühl. Hä? Ja, danke für diese Infos, die keiner so wirklich haben wollte.
an alle Mitarbeiter. Ich weiß, dass einige von euch mit dem Gedanken spielen, bei mir zu kündigen und bei diesen Ludern drüben bei Mika anzufangen. Aber die sorgen sich nicht so um euch wie ich. Ich sorge mich nämlich total um euch. Und das im positiven Sinne. Ohne Hintergrundgedanken. Ja, okay, ich habe das Gefühl, wir sind hier so ein bisschen im Rotlichtbezirk gelandet. Oder wie? Oh, guck mal, da steht eine Mod. Ultraleichtes Material. Datenpad. Leute! Ich glaube, mir ist bei was voll Extremem das Kreuzband gerissen. Ich verliere das Bewusstsein vor Schmerzen. Yeah! Gibster Gublanski. Okay, Leute. Echt, mir wird schwarz vor. ja. Pech gehabt, würde ich mal sagen. Guck mal, wir stehen hier einfach auf offenem Feld und haben einfach keine Angst. Lieber Glumski, Gebalski. Guck mal, da schwebt so eine Drohne, die ja sich nicht bewegt. Ach, da kommt Nachschub. Und wir krepeln hier die ganze Zeit mit so zwei Lebensbalken rum, ey. Na, du wolltest so weit vorrücken, dann musst du auch den Preis dafür tragen. Selber schuld. Das Geräusch misshält mir immer und immer wieder. Komm schon. Das stürmt auf mich zu. Und danke. Wenigstens kann man die so ein bisschen leicht austricksen. Deckungswechsel. Dann haben wir so ein besseres Schussfeld auf den. Nur ist gut. Sind ja nicht 10.000 Soldaten, die uns irgendwie angreifen. Ich glaube, wir haben es hier wirklich mit einem blutigen Anfänger zu tun. Langsame Rolle schützt dich auch nicht vor dem Kopfschuss. Sieht aber zumindest stylisch aus, da gebe ich dir recht. Guck mal hier, die neuen Xbox 720er. Nur noch die Front. Mehr Gerät ist da nicht mehr hinter. Liegt hier nicht irgendwo noch Munition rum? Muss ich nochmal zurücklaufen, ein bisschen Munition sammeln? Ach komm schon. Munition, hier, gib mir noch ein bisschen Muni. Muni. Komm schon. Ich weiß, dass hier vorne rechts noch irgendwo Munition rumliegt. Als wir hier rausgestürmt sind. Ja, genau da. Da liegt noch ein. Und mehr anscheinend auch nicht. 13 Schuss. Sollte reichen für den Anfang. Gott, wir werden sterben. Schnell speichern. Damit wir wenigstens immer und immer wieder sterben können. Ja, keine Muni hier irgendwo. Shit. Ach, Munition. Wunderbar. Den Credits. So. Da sind wir hier und die schießen auf Passanten anscheinend. Hinten liegt nichts gut. Was machen die da? Wir brauchen hier mal ein bisschen C-Sicherheitsunterstützung, glaube ich. Ne, bevor wir die Tür öffnen, untersuchen wir alles haargenau. Ich suche mir gerne so kleine Wege, aber irgendwie gibt es da leider nichts. Schlechter Tag heute, Shepard? Ja, so ein bisschen. Könnte man sagen. Der Landeplatz ist da drüben, aber hinter einem versperrten Tor. Suchen wir eine Steuerkonsole. Kein Danke oder sowas? Ich mag dein Outfit. Steuerkonsole, genau. Ja, Liara, danke. Du bist durch ein Aquarium gefallen? Outfit auch. Darüber reden wir später. Echt schade. Ich mochte dieses Restaurant. Wir reden später darüber. Gebraucht das da, Skycar. Der Scission Starward von Hand in Fabrications Tanks montiert. Was? Fabrikationstanks und. Ach, egal.
die mit gefiltertem Quellwasser aus dem Eisberg von Himalaya gefüllt sind. Der Citizen Starboard ist mehr als nur ein Auto, er ist eine Lebensentscheidung. Das garantiert Citizen Motors. Manager Snalko Venner, Citizen Motors, okay. Das ist ein Dauntless. Sie suchen das Einzigartiges, etwas, das sogar ihre Asari-Nachbarin von Neid ergrünen lässt. Mit der Citizen Dauntless haben sie das gefunden. Das robuste Schönheit bringt sie nicht nur von einem glamourösen Videoprämie zur nächsten. Sie trägt sie dahin auf einer Wolke des Lächelns. Das beste Angebot im bekannten Universum. Oder ich will nicht mehr Sanken Wönne heißen. Ah ja. Du brauchst Skycar? Wollten Sie jemals Gefahren aus Sicherheit Ihres eigenen Skycars heraus erleben? Müssen Sie des weiten Unbekannten erkunden und rechtzeitig zum Abendessen wieder zu Hause sein? Der Citizen Galant erledigt das für Sie. Leistungsstark, geräuscharm und bereit, sich aus exklusiven Boulevards in den Kampf zu stürzen. Citizen Motors verschafft Ihnen Raum und zum Atmen. Coole Slogans. Und da liegt ein Mod. Und eine Modstation wäre vielleicht nicht schlecht. Dann können wir nämlich diese Pistole ein bisschen modifizieren. Aber naja. Das werden wir auch gucken. Vielleicht finden wir im nächsten Part eine Folge. Im nächsten Part eine Folge, genau. Im nächsten Part eine Modstation. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von mir, eurem Punkt. Tschüssi.